Vampires the Masquerade Justice ist jetzt auch für die Pico 4 erschienen für 29,99 € und das ist ein großartiges Spiel, das ich glaube, darüber müssen wir nicht mehr diskutieren. Frage ist natürlich, wie schlägt es sich auf dem Pico-Headset? Wurde hier die Pico-Hardware endlich mal wieder richtig genutzt? Wurde das Spiel optimiert, angepasst an die Pico-Hardware? All das habe ich mir natürlich jetzt für euch angeschaut und das Ding nochmal kurz für euch angespielt. Ja, ich bin nochmal in Vampire the Masquerade, jetzt mit der Pico 4 und ich habe das Ding ja schon mal gezeigt und deswegen ist es kein erstes Eindruckvideo, es ist mehr jetzt so ein Tech-Check für die Pico 4, wie sich das Ding hier so schlägt, ne, auf dem Headset. Und ich muss sagen, so der erste Eindruck, das sieht schon recht geil aus, ne? Also hier oben Vampire the Masquerade Justice, das ist knackscharf. Das Drumherum, da flimmert auch nichts. Der Himmel sieht cool aus. Also das hat schon was. Gefällt mir. Und ja, wir schauen trotzdem erstmal in die Settings, was ihr überhaupt einstellen könnt. Movement. So, Movement Direction. Movement Speed. Okay. Können wir da machen? Okay, stationär. Hand. Kopf. Okay. Movement Speed mache ich ganz schnell natürlich. Turning Mode, ich mache hier natürlich Smooth Turn. Da muss ich wahrscheinlich erstmal bestätigen, ne? Sonst geht es wahrscheinlich nicht, ne? Okay. Comfort Options, ihr habt gerade schon gesehen, ich habe eine Vignette, ich möchte gar keine. Okay, Vignette, mach mal hier weg. So, off. Movement Vignette weg. Blink, Movement, ich brauche auch keinen Blink oder sonst irgendwie was. UI Options, Show, Markers lasse ich an, Subtitles lasse ich natürlich an. So, Arms und Hände. Your body will move in my hands and arms. Jo, ne? Ich spiele im Stehen. Audio kennt man natürlich. Und ich kann es auch in Deutsch machen. Yeah! Vereinfachtes Chinesisch geht auch noch. Spielanleitung. Ihr könnt euch alles anschauen. Ja, jetzt haben wir das Ganze auch in Deutsch hier. Guck mal, Leute. Ne? Ja, okay. Bewegung. Alles gut. Fertig. So. Ah, jetzt funktioniert und es läuft butterweich. Ne? Super. Gut. Dann Spiel starten. Ihr habt 3 Speicherslots zur Verfügung. So, Figurenauswahl. Arme 1. Ah, okay. Das sieht gut aus, Leute. Das sieht echt gut aus. Kann man nicht meckern. Arme 2. Werden die dicker oder dünner? Ich nehme die dürren hier. Italy. You're my sire was a cruel. Doesn't mean the guilty should go unpunished. Boah, Leute, hört sich das geil an. Spiel starten. So, wie gesagt, ich spiele es jetzt nochmal ganz, ganz kurz an. Wie sich das Ganze jetzt hier auch im Spiel anfühlt. Ob das auch so schön bleibt. Ne? Also der erste Eindruck. Aber es macht auf jeden Fall schon mal eine sehr gute Figur. Das ist knackscharf hier vor mir. Das ist total gut zu lesen. Unfortunately, you'll have to make do with me. You know me already. I'm Justice. Ja, das sieht okay aus. But I'm not sure that's important to anyone anymore. Man kann nicht meckern. Mahmoud, my sire, gave me the nickname. At first just to mock me, then to keep me on the path, as he used to say. Eventually, I embraced it. It's what drives me, and it's only natural that I identify with it completely. Kann halt auch. I, like you, am a child of Hakim. Our services were called for at times by the New York kindred lords, but mostly we followed our own agenda. Sehr düster. We killed for the greater good, and we kept to ourselves among the ancient texts and relics we had found over the centuries. Okay. And then he was killed, and one of his most prized relics was stolen. Ich muss es wiederholen, ne? The Camarilla, but no one offered any help. Too busy playing their own power. Hey, schaut mich doch nicht alle so an. Okay, es gibt ein Handy. Ja, nee, das sieht wirklich okay aus. That's when he contacted me. Kann man nicht meckern. Said someone in the Hakata was behind it. That if I wanted justice, I should go to Venice. Das sieht wirklich gut aus.
Ja, das Spiel zeigt dann doch mal wieder, dass die Pico noch ein bisschen was kann, ne? Muss man sagen. Sehr hübsch. Ja, das freut mich. Ja, ich sehe wenigstens mal wieder, die Pico ein bisschen optimiert worden ist, ne? Oder das Spiel an die Pico optimiert. Hi, Taube. Nee, ist gar keine Taube, ist eine Möwe. Ich bin der Vampir. So. Ich glaube, jetzt habe ich auch schon starten, ne? Finde den Eingang zu den Abwassertunneln, genau. Das habe ich auch damals schon gespielt, bis zu den Abwassertunneln, meine ich. Und jetzt spiele ich nochmal so ein paar Minütchen und dann gucken wir uns das mal an, ne? Willkommen in Venedig. Sehr schön. So, er lädt. Das geht sehr schnell, ne? Kann man nicht meckern. There was no love between me and my sire. Okay. Every sunrise I cursed him for the life. Ja, aber das läuft echt butterweich. He was right about one thing. Es sieht wirklich gut the aus. Guilty must be punished. I knew that someone had to pay. And okay. A Nosferatu named Pietro. Mit Großreichweite kannst du Objekte aus der Ferne greifen. Richte deine Hand auf eine Flasche. And if you make it back, do remember who gave you the tip. Zack, kennt man von Half-Life Alyx. Ne, guck mal, ist sogar Flüssigkeit drin. Finde den Eingang zu den Abwassertunneln. Oh, ich habe. So, ich soll einmal Menü drücken, Tagebucheintrag. So, da haben wir einen Tagebucheintrag. Das ist jetzt nicht ganz so super zu lesen, aber okay. So, fortsetzen. Da haben wir einen Stein. Zack, also das geht wirklich sehr gut von der Hand, wie bei Alyx. Damit kann man Lärm machen, ne? Aber das läuft absolut fluffig hier, Leute. Das ist sogar meine kaputte Flasche. Hier können wir sogar einen Kaffee trinken, wenn ihr wollt. Sehr cool. Sehr cool. Okay, da sehe ich auch was. Das ist auch knackscharf hier. Sehr schön. Also ich mag es, wenn es wirklich an die Pico angepasst wird. So, bücken. Das ist der Rentnermodus, ne? Kennt ihr, braucht ihr euch nicht selber bücken. So. Okay. Halte B gedrückt, um bei hoher Geschwindigkeit zu blinzeln und über scheinbar Unwucht hinwegzukommen. Ziele mit der Hand, lasse los, um zu blinzeln. Okay, jetzt kann ich ja irgendwo. Ah, da kann ich jetzt einfach so hin, ne? Zack, so wie so Teleport, ne? Zack. Drücke L, um zu sprinten. Das geht auch. So, jetzt wird geklettert. Und auch das klappt wunderbar. Super. Ziehe dich hier hoch. Mach ich doch glatt. Zack. So, jetzt müssen wir hier rüber. So, auch das klappt. Kann man nicht meckern. Sehr cool. Da ist wieder die Möwe. Ach, geh doch weg. Ich wollte dich fressen. Ach ja, da darf ich ja noch Ratten fressen. Ne? Da war was. So, jetzt gehen wir hier rüber. Jetzt müssen wir hier rüber blinzeln, ne? Zack. Ja, auch hier drin sieht es sehr cool aus. Hier sind natürlich so ein paar Sachen, die sind ein bisschen vermatscht. Ne, aber das ist normal. Was ist da? Ein Boot. Hi. So, was ist das? Ein Stift. Früher habe ich es hier geliebt, auch wenn all die Touristen ihr Bestes gegeben haben und so weiter. Deine geschärften Sinne können verborgene Details in der Umgebung wahrnehmen. Halte LT gedrückt und ziele mit deiner Hand, um nach Hinweisen zu suchen. Okay. So, das ist die Ratte. Auch die sieht sehr cool aus. So. Ja, tut mir leid, liebe kleine Ratte. Aber das ist wirklich sehr toll geworden auf der Pico hier. So, zum Inventar hinzufügen. Zack.
Also wenn ich die Hand hinhalte, dann kommen diese Hinweise, ne? Wenn ich die Hand nicht... Also Balkonschlüssel. Ah, guck mal, macht er selber das Inventar. The rain had been pouring down for months and had just let up. The whole city was breathing a collective sigh of relief. It was cold and humid. But I felt something else in the air too. Wow. Something unnatural. Nee, also das kann man wirklich super spielen auf der Pico. The city itself was trying to keep me away. Toller Port. So, das ist wieder ein Fragezeichen. So. Halte B gedrückt, ziel auf einen Feind und lass ihn einen Blitzangriff durchzuführen. Okay. Nothing's moving here yet. Okay. Verwendung vampirischer Fähigkeiten wie dem Blitzangriff vergrößert deinen Hunger. Trinke Blut aus Ratten. Tut mir leid. Okay. Oh, gut. Nachbarschaftskrieg, ne? So. So, do you think we'll get any visitors tonight? I mean, it would be nice if someone won. So. Tschüss. Njam, njam, njam. So, jetzt geht's mir wieder gut, ne? Ja, guck mal. Nee, sehr geil. Da krieg ich richtig Bock, das durchzuspielen. So, müssen wir da hoch wahrscheinlich, ne? Boah, ich glaube, das spiele ich durch, ey. Hätte ich irgendwie Bock drauf. Wo muss ich hin? Darüber? Geht das schon mit dem Blitzeding? Jo. Okay. Wie war das hier mit LT? Meine geschärften Sinne zeigen mir aber nichts. Okay. Das kriegen wir nicht auf, da ist kein Griff dran. Aber das ist kaputt hier, guck mal. Ist hier irgendwo einer? Nee, ne? Ich höre was, aber ich sehe nichts. So. Ich schleiche mich durch die Gassen. Schattenmantel ist im Disziplinrad X voreingestellt. Aktivierung, halte A gedrückt. Versuche an den Hektargenomen vorbeizuschleichen. Aktivierung geht nur unentdeckt. Okay. Sure, nothing's. Maybe I should check that out. Guck mal, ich kann hier hintergehen, ich kann mich verstecken. Okay, da ist der Typ, der hat jetzt so ein Zeichen über den Kopf. So, tschüss. So, A drücken wir das, ne? Ich fress hier alles, komm. Tschüss. Kann man den irgendwie auch noch rüberschmeißen? Tatsächlich, guck mal. Tschüss. Okay, ich fresse sie alle auf. Njam, 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 njam. So, von einer erhöhten Position bist du immer im Vorteil. Wenn du... Kannst du zu der gelben Flagge blinzeln? Okay. In einigen Bereichen können versteckte Hinweise wichtig sein, damit du...
Okay, scheint irgendwas zu sein, was ich brauche. Okay. Okay, Gesundheit verbessert. Also ihr müsst Dinge finden und dann könnt ihr euch noch ein bisschen verbessern unterwegs. Sehr cool. So, wie war das jetzt? Ich kann nicht mich da jetzt rüberblinzeln, oder was? Und das geht nicht? So. Jetzt könnte ich den ja da umnieten, ne, wenn ich wollte. Wir probieren das mal, komm. So, habe ich jetzt hier vorbeigeschlichen mit meiner Fähigkeit. Can't stay hidden forever. I am too weak. There you are, monster. So, habe ich umgehauen. Also das geht auch. Okay. Das ist versperrt. Komm jetzt dahin. Gar nicht. Das ist aber schlecht. Okay. I need sustenance. So, jetzt geht's mir wieder besser. So, tschüss. Okay, ich habe sie alle erledigt. Ach, da muss ich, glaube ich, irgendwie rein, ne? Was denn? Ist auch zu. Alles zu hier. Okay, wie geht's jetzt weiter? Muss ich irgendwie einen Schlüssel oder was finden, ne? Also rennen kann ich auch, wenn ich einen Jump drücke. Ich habe das schon mal gespielt, ich komme nicht weiter. Oh, nicht schlecht. Irgendwie da drüber springen oder was? Nee, ne? Ne. Okay. Oh, da kann ich hoch, ne? Machen wir mal. Ob ich davon was habe, weiß ich nicht. Ups. Brauche ja irgendeinen Schlüssel hier, ne? Ups. Nö. Ich könnte noch nach ganz oben, aber da habe ich auch nichts von, ne? Nö. Oh. Wie geht's denn jetzt hier weiter? Komme ich ja nicht rein, ne? Das verstehe ich jetzt nicht. Jo, schade. Will ich das hier kaputt kloppen, oder was? Ne, ich brauche einen Schlüssel. Ich nicht weiß, wo ich den herbekomme. Und irgendwo rein, oder was? Oh, komm, wir machen mal hier wieder mit. Ja, da war ich doch schon, oder? Ach nee, hier war ich noch nicht. So. Das ist nur ein Hammer. Das geht nie auf. Mein Gott, nee. Hier gibt es richtig viel zu futtern. Ach, guck mal. Hier geht's weiter.
Wenn du Schattenmantel, wenn du dich am Feind heranschleißt, öffne das Disziplinarregel. Ja, such du mal. Da kann man ihn noch futtern, auch wenn der tot ist? Nee, ne? Das ist aber schlecht. Aber gibt ja genug Ratten hier. Aber wirklich. Sehr cooler Port. Jetzt fehlt mir aber der Schlüssel, ne? Ich habe das jetzt irgendwie aktiviert, aber. Ja, ich schau mal, ob ich jetzt hier weiterkomme. Hier gehen ja so Leitungen her. Ah, jetzt ist das grün. Jetzt ist die Tür auch offen. Ah, okay, ich hab's geschafft. Hey, Essen! Das Essen hing da. There was something in the air. Something uncanny. The opposition I faced was far stronger than it should be. Mere mortals shouldn't have put me in actual danger. So, ich esse alle hier, so. Well, not to underestimate my new enemy. So. Ich fresse sie alle auf hier. Nom, 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 nom. Nee, aber gut gemacht. Auf jeden Fall. So. Schließe die Unternehmung ab. Machen wir. Ich habe es geschafft bis zum Unterwasser. Tunnel und Sammelstücke. Ich habe doch was gefunden, ne? Eins eigentlich, oder? Okay. Dann habe ich irgendwas übersehen. Dann war das eine kein Sammelstück, keine Ahnung. So, jetzt kommen die Abwassertunnel. Die habe ich natürlich auch schon gespielt, und aber die spiele ich jetzt kein zweites Mal. Ja, ist ein sehr, sehr cooler Port geworden. Kann man auf jeden Fall machen. Das lädt ein zum Durchspielen. Vielleicht mache ich das sogar. Ich muss mal gucken, wenn ich zwischendurch ein bisschen Zeit habe. Also Lust hätte ich auf jeden Fall. Ist halt immer nur die Zeit bei mir. Gut, ich sage noch ein bisschen was im Fazit zum Spiel. Bleibt noch ganz, ganz kurz dran. Ja, es geht doch endlich mal wieder ein Däumchen für den Pico-Port hier. Ja, das Ding sieht wirklich fantastisch aus auf der Pico 4. Okay, im Menü ist die Schrift ein bisschen kröselig, aber alles andere sieht wirklich, ja, fantastisch aus, muss man sagen. Es läuft alles mega, mega fluffig, da ruckelt nichts, da zuckelt nichts, alle Mechaniken funktionieren. Ja, was will man mehr? Ist ja ein tolles Spiel, ne? Habe ich ja im Vorfeld gesagt. Und da kann man jetzt wirklich auch bedenkenlos zuschlagen und auch auf der Pico 4 mal wieder einen richtigen Blockbuster genießen. Ja, ich freue mich. Ich hoffe, ihr auch. Ja, also zuschlagen, und vielleicht spiele ich es echt weiter, weil ich habe irgendwie Bock drauf bekommen. Eure Meinung zu Vampire, zum Pico-Port, schreibt alles mal hier in die Kommentare. Ich werde es mir durchlesen und natürlich auch beantworten. Jetzt noch raus, eine Einladung für unseren Discord-Server. Der Link zu unserem Discord natürlich wie immer in der Videobeschreibung hier unten zu finden. Oder einfach via -discord.de eingeben. Wir haben auch eine Pico-Ecke. Und schon seid ihr bei uns. Wir freuen uns auf euch. So, jetzt wünsche ich euch viel, viel Spaß mit Vampire. Und dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Video natürlich wiedersehen.